الأبناء الأطفال الصغار طبخوا مخي، الأطفال الصغار طبخوا عقولنا. Das bei ihnen, wenn es nötig, denn ihr könnt Fragen stellen, wenn nicht, kein Problem. So, ihr könnt inshallah jetzt eure Fragen stellen, aber auf Deutsch, damit wir nicht die Übersetzung. Ja, auf Deutsch, jetzt nur auf Deutsch inshallah. Zweiter Mikrofon kommt inshallah gleich. داود محمد ان شاء الله. شيخ auf Deutsch. Genau. ممكن الله ان شاء الله عليه. Ja. Wir sind richtig Sturmkopf nach, wegen ihrer Gefühle nach, die gestorben und die getötete und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie kann man einfach diese Tür, diese Herze, zu diese Herze reinkommen? Oder überhaupt, ob es geht, oder soll man gar nichts mit diskutieren? Sehr gut. Habt ihr das verstanden? Okay. Es sind Gruppierungen, die sind total extrem. Einfach Extremisten im Namen des Islams, was wir heutzutage nennen, Dschihadisten nennen. Und das heißt nicht, dass wir Dschihad ablehnen allgemein. Dschihad ist unser Recht, uns zu verteidigen und unsere Dauer zu verteidigen. Aber das ist nicht, wie diese Menschen jetzt machen. Nicht so, wie diese Verrückten einfach heutzutage mit Gewalt und mit Bombenanschlägen und Dingen durchsetzen. Es gibt solche Gruppierungen in unseren Ländern, islamischen Ländern, leider. Und die haben ihre Scheichs und ihre Imame, die nach ihrer Meinung, wieder Meinung, ja, in der Religion, die haben Beweise, dass das gestartet ist. Was können wir machen? Wie können wir diese Menschen retten und bekehren einfach? Wie? Die glauben, dass die haben Recht auch. Das ist ein Problem. Überhaupt kein Problem. Ich kann euch alle beruhigen und sagen, dass diese Menschen oder diesen Menschen entfehlt Wissen. Entfehlt Wissen. Meistens haben sie wirklich kein Wissen. Die haben überhaupt mit Wissen nichts zu tun. Die können kaum Al-Fatiha richtig zitieren. Die können überhaupt Usul Fiqh zum Beispiel, Grundlage des Islams, Grundregeln in Islamrechtsschulen, ja, die haben überhaupt keine Ahnung von Usul Fiqh. Überhaupt, du kannst mit ihm reden und sagen, okay, lass uns über die Regeln von Usul Fiqh reden, damit wir wissen, wie kannst du diese Beweise einfach durchsetzen, wie kannst du diese Beweise auslegen, hat keine Ahnung von so großen Fach, von Fächern des Islams, der heißt Usul Fiqh. Überhaupt keine Ahnung. Sagst du ihm, okay, dieser Koran ist arabisch. Allah sagt im Koran, dass wir den Koran arabisch hier abgesandt haben. Der wurde auf arabisch hier abgesandt. Das bedeutet für mich, derjenige, der den Koran nicht richtig arabisch verstehen kann, er wird niemals den Koran richtig verstehen. Und ich als Araber, ich brauche, um diesen Koran richtig zu verstehen, dass die meine arabische Sprache auch verstehen. Das heißt, nicht unsere Dialekte. Ich bin ab und zu neidisch auf alle Europäer, auf den Rumänen, Deutschen, Engländer. Jeder spricht seine Hochsprache perfekt. Du wirst niemals einen Deutschen hören, der sagt, ich bin, nein, ich sitze auf den Tisch.
Er sagt das nicht. Ja? Oder aus der Haus habe ich irgendwas gebracht. Er wird das nie sagen. Was ist aus der Haus? Das ist ein Dativ, aus dem Haus. Ja? Aus der Wohnung, das ist ein feminin Dativ, der Wohnung. Ja? Das ist das Geld dieser Frau oder des Mannes. Wird nie sagen, dem Mann oder den Frau. Die sprechen ihre Sprache richtig und perfekt. Was? Das ist Zeit für Adhan. Nein. Bismillah. Gut. Bravo. Er verdient zu heiraten. Kein Problem. So. Versteht ihr, was meine ich? Die müssen die Grundregeln der arabischen Sprache einfach, diese Kenntnisse irgendwie kennenlernen, verstehen, können. Müssen Grammatik irgendwann mal lernen, dass die wissen, was ist Dativ, was ist Akkusativ, was ist Nominativ, was ist Genitiv. Dass die ein bisschen wissen, was bedeutet das und dies, ja, in der arabischen Sprache, damit die verstehen, was ist das. Meistens zum 99% und ihre Sheikhs auch, sie haben überhaupt keine Ahnung von diesen Sachen. Das ist von mir eine Herausforderung von meiner Seite. Und der Neger, der sagt, ja, ich kann, bitteschön, er soll zu mir kommen. Ich bin offen, er soll zu mir kommen und mir zeigen, dass er diese Grammatikregeln einfach kann. Die können das nicht. Die können das nicht. Die kennen auch das nicht. Ich kann euch jetzt so Fächer erzählen, die man einfach braucht, um ein Wissenschaftler oder ein Gelehrter zu dürfen einfach und den Leuten was beizubringen. Die haben das nicht. Und deswegen, diese Menschen brauchen Wissen. Sofort, wenn die Wissen spüren, wenn die verstehen, wenn die Grammatik können, wenn die auslegen können, wenn die Usulfiqh können, wenn die Geschichte können, wenn die Hadith und Grundlage der Überlieferungsketten einfach kennen, die werden sofort bemerken, dass dieser Sheikh erzählt nur, Entschuldigung, jetzt ausschalten, Schmarrn und Quatsch. Versteht ihr mich? Das ist das Problem. Und ich bin mit Tausenden von diesen Menschen einfach in Dialog, nicht in Dialog, das war irgendwie ein Monolog, ja, als kein Dialog. Ich rede und die können nur Bahnhof. Nichts anderes. Ja? So, kein Wissen. Wenn die spüren Wissen wirklich, die werden sehen, ja, es ist falsch hier, das ist nicht richtig. Was dieser Mann sagt, ist nicht richtig. Ist überhaupt nicht richtig. Und langsam sagen, hallo, nie auf Wiedersehen. Versteht ihr das? Alhamdulillah, ich konnte selber in Europa mehr als 20.000 Menschen. Ich konnte auch in Pakistan mehr als 20.000 Menschen. Ritten durch nur Rede, diskutieren mit denen, einfach bestreiten, nicht streiten, bestreiten, diskutieren. Ja, ich bringe meine Beweise, ich sage, das ist so, in diesem Buch, das bedeutet auf arabischer Sprache so, und das ist so. Ich sehe, dass die Leute statt motiviert, ermutigt, emotional, wir wollen machen, wir wollen, ich habe das niemals gehört. Ist das richtig? Ich bin schockiert. Vor einem Jahr, ich war in Pakistan und einer von denen verhetzte und sagte Allah in Surat al-Tawbah und tote die Ungläubige und nimm sie fest und mach das und dies und schlachte und blablabla. Bla 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 bla. Und sagt, er hat einen Beweis jetzt gegen mich. Und wir sind 25 Leute ungefähr. Ich habe gehört bis zu Ende. Bist du fertig? Ja. Bring mir einen Koran. Was von Ei ist das? Nummer 6. Der sagt, Tote, Schlachte, mache. Lies nur ein Vers weiter. Lies jetzt. Und er sieht total, dass diese Ei widerspricht, ja, was vorhin war.
Das heißt, dass der Koran hat Widersprüche. Ja? Er selber, der den Beweis erzählt, war schockiert. Er weiß nicht, was er sagt. Er hat selber jetzt Zweifel an diesem Buch, an dem Koran. Warum? Weil er kein Wissen hat. Und er weiß es nicht, er weiß nicht, das geht um eine Geschichte und um einen Text, der oben und einer der unten und einer in der Mitte. Und es gibt einen Zusammenhang, sagt man ja. Und es gibt so Geschichten, die muss man einfach verstehen und erfahren, um ein Urteil einfach zu sprechen. Und ich habe ihm das alles erklärt und den Menschen, die da, dort waren und so fort, haben die alle anerkannt, dass es falsch, was er erzählt hat. Und dass dieser Beweis bedeutet nicht, dass wir die Menschen auf der Straße umbringen. Das ist falsch. Das ist überhaupt nicht richtig. Und so weiter und so fort. So, Wissen, 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 Wissen. Inshallah. Weitere Fragen? Es sind nur 5 Minuten bis zum Adhan, inshallah. Oder 8 Minuten. Keine mehr Fragen? Mashallah. Alle Wissenschaftler, Gelehrte, Alhamdulillah. Subhanakallahu bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam. Mubarak al-abdi wa rasuli Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wa sallam wa taslima kathira.